nochmal zurück. Ich darf jetzt nicht hier... Wait, what? Ja, nein. Moment, ich muss zurück. Ich bremse mich halt immer ein bisschen selber aus, wenn ich wieder zurückrenne, weil ich immer Angst habe, ich verpasse irgendwas. Ich bin so ein richtig, richtig böser Bube, kann das sein? Die Hölle hat Schiss vor mir. So, das nehmen wir noch mit. Schon so viele gesammelt, dass ich jetzt doch sicherlich irgendwie ein paar Sachen updaten könnte, oder? Ich meine, warum mache ich das eigentlich nicht mal? Ich habe nämlich 26 Punkte. Vielleicht sollte ich mal irgendwann auch ein bisschen was investieren. Ich bin immer so ein Hamsterer. Aber auch so unnötig. Nicht so mit Sinn und Verstand, sondern einfach nur, ich gebe es halt nicht aus und wundere mich dann, dass ich die Leute nicht klein kriege. Fire Rate and Burst. Reduces Reloading Time for Charge Burst. So. Between Bursts. Power Shot. Successfully blah. Purchase all upgrades to unlock mastery. Successfully hitting all three shots from the charge burst will increase the damage of the next burst. This effect does not stack. Aha. Was habe ich jetzt eigentlich gerade geupdatet? So. Warte mal. Increase the fire rate, reduces the loading time for the charge burst. Habe ich alles acquired, okay. Das wollte ich aber hier. Nein, da. Decrease the time to reload the next shot. Das ist die Double Trouble. Oh ja, komm. Das ist gut. Dann kann ich viel schneller danach schießen. Shots penetrate through targets. Uranium Coating, Alter. Fire twice with a super shotgun before having to reload. Oh, wie heftig ist das denn bitte? Bullets fired while zoomed will penetrate through targets. Oh ja, das ist auch gut. Bullets fired while zoomed will deal additional headshot damage. Da müsste man treffen können. Move faster when zoomed in a tactical scope. Ich hätte gern noch irgendwas. Vielleicht sollte ich meine Hauptwaffen einfach besser aus. Ich benutze ja eigentlich nur die. Da brauche ich jetzt eine Mastery. Kill multiple demons with a super shotgun blast 30 times. Na toll, das habe ich jetzt auch ja richtig, richtig früh hier gemacht. So. So ein Scheiß aber auch gerade. Jetzt habe ich nur 5 Punkte. Move faster. Ja, komm. So. Get 50 Headshots kills with using the tactical scope. Okay, jetzt kann ich mir aussuchen, was ich machen will. Ich muss nur daran denken, dass wenn ich jetzt ein Mancubus sehe, dass ich den mit einem Charge Burst wegballern muss. Okay. Hoffentlich merke ich mir das. Vier habe ich schon. Ich muss sie mit dem Tactical Scope kriegen, oder? War jetzt der Deal. Ich habe viel zu viel Zeug, das ich einsammle. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das jetzt gleich auf die Füße fällt. Verzeihung. Verzeihung. Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung. Ich würde mal sagen, ich muss da irgendwie runter. Impact Compensation. Ja, ja, doch, doch, doch.
So, direkt ins Gesicht. Dann gönnst du sonst nichts. War mir da gerade ein Hell Knight auf den Fersen? Natürlich war er das. Das geht ordentlich ab. Das ist so geil, wie sie denn das einfach auch rückwärts werfen, ne? Also so beim Wegrennen. So, jetzt erstmal die Mastery hier zu kriegen. Ist doch noch irgendwo einer, oder? Ist er noch da? Nein, ist schon weg. Ich habe jetzt Quad Damage. Ich muss das irgendwo einlösen. Ja, ist okay. Kannst ruhig gehen, die Wand. Oh nein. Da muss ich mir jetzt die. Ja. Mist. Da ist noch einer. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Danke, danke, sehr aufdringlich. Oh boy, das wollte ich gar nicht. Mann, habe ich richtig die Knochen knacken hören. Oh, das ist ein Baron. Alter. Das ist jetzt aber ein bisschen übermotiviert hier. Haben wir nicht sowas wie eine Abstandsregel oder so? Anscheinend nicht. Gilt nur für andere, nicht für die. Alter. Ich muss mal ganz kurz mein Arsenal durchgehen. Weil momentan ist es ein Arschsenal, weil das ist irgendwie ziemlich leer. So. Da waren es mal 7. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ist ja verstanden. Boah. Meine Güte. Boah. Ja, das passiert, wenn man versucht, unbedingt krampfhaft Masteries durchzudrücken. Dann benutzt man immer die Waffen bis zum Erbrechen, aber nicht so richtig, wie man sie benutzen sollte. So, wie haben wir es jetzt uns vorgestellt hier? Da oben ist noch irgendwas. Muss da auch hin? Nein, muss da oben hin. Da nochmal zurück und dahin. Ich bräuchte unbedingt. Nochmal ein bisschen Rüstung. Die war doch hier irgendwo, oder? Das muss ich. Das sammle ich jetzt mal ein. Und dann ist alles wieder im grünen Bereich und ich kann mich wieder wohlfühlen. Weil wir wissen ja, Doom ist dafür da, um sich wohlzufühlen. Der ganze Sinn des Spiels. Habe ich jetzt alles? Ich habe alles. Gut, dann weiter geht's. Na, alles, Samuel, wie sieht's aus?
ich das? Da bin ich drin, oder? Also wir sind da drin. Sorry, nicht euch. Der Doomslayer war doch in so einem Sarkophag gefangen, oder? Und dann haben sie ihn erweckt und er ist voll hier in Amok-Modus übergegangen. Kann ich da stehen, oder? Achso, das ist... ich habe gedacht, das ist irgendwie kein Boden oder so. Boden ist Lava. Die Hölle überstanden? Das ist aber einiges Secrets, die wir verpasst haben. Alter Schwede. Argent Facility destroyed. In Klammern, okay. You fought your way out of hell and managed to return, but now demons have staked their claim on Mars. You must find a way to shut down the hell portal Olivia created. Wah, 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 wah. Hell on Mars. Also mit den Secret-Sachen ist es so ein bisschen zwiespältig, ob ich das mir jetzt antun möchte, eigentlich auch nicht so richtig. Aber ich möchte wenigstens die Sachen, die auf der Karte verzeichnet sind, irgendwie haben. Also das ist das Mindeste. The Argent Tower is destroyed. The portal can no longer be closed from this side. The hell energy flows from a location in their world we call the Well. But you've returned. The only flesh and blood to walk between dimensions. Vega is trying to access Olivia's files. If you can get to the nearest terminal, we will provide you with information. That's all for now. Cool. Sieht echt cool aus, wie das da so völlig zerstört alles ist und da oben irgendwie sich ein Portal öffnet in was auch immer für eine komische Welt. Und wir müssen aufpassen, über uns ist ein Spielzeug. Das heißt, über uns ist irgendwie Möglichkeit... Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Schauen wir uns das mal an. Da oben ist irgendwo... Da komme ich doch nicht hin. Nicht von hier. Nicht von hier. Das funktioniert nicht. Hä? Mist. Ja, ist ja gut. Meine Güte. Immer auf engstem Raum. So, das dürfte doch jetzt besser funktionieren, oder? Jetzt könnte man doch auch sicherlich irgendwie hier zurück und dann zu dem Figürchen gehen, oder? Jetzt runter, glaube ich. Da geht's hoch. Wo hat's jetzt die Tür geöffnet? Hab's nicht gesehen. Hello? Is it me you're looking for? Da muss das doch irgendwo sein. Oh je. Das finde ich ja schon mal ganz cool. Karko Demon und so. Ja, das ist alles super duper. Aber ich habe hier irgendwo eine Tür geöffnet. Und so eine Tür, die halt in so ein Special Level reinführt. Was wiederum als Secret verbucht werden würde. Heißt, es wäre irgendwie ganz cool, es zu finden. Okay, ist es auf jeden Fall nicht. Ja, man müsste gucken können, ne? Gucken müsste man können. Ist alles? Nein, da ist irgendwas geöffnet. Oder? Ja, ich kenne mich doch nicht aus mit den Games. Ja, jetzt während der Aufnahmen hat sich ja mittlerweile auch der gute Alex, den ihr aus dem Koop-Modus kennt, wir sprechen hier von Phasmophobia oder halt auch Diablo,
hat sich jetzt auch zum Drawing Paper Kanal hinzugesellt und übernimmt jetzt zum Beispiel Spiele wie Ranch Simulator und eventuell kommt dann auch noch Foundry nach. Alles Games, die ich persönlich nicht zocken würde, weil das nicht so mein Genre ist. Aber er hat sich dazu bereit erklärt, da ein bisschen mitzumischen, was ich ziemlich cool finde. Und würde mich natürlich freuen, wenn er ihm so ein bisschen Liebe schenkt und ein bisschen auch die Videos liked und ein paar Kommentare vielleicht mal hinterlasst. Würde ich mir nicht anbiedern, aber leider, heutzutage funktioniert das mit YouTube nicht anders. Man muss geliked oder halt auch kommentiert werden, damit man irgendwie Relevanz kriegt. Und ohne das Ganze sinkt man ziemlich ab. Und ich freue mich natürlich immer über jedes Kommentar, was geschrieben wird, zum Beispiel bei den Horrorhäppchen. Aber wenn ihr da noch ein bisschen Zeit finden würdet, den guten Alex mit zu unterstützen, wäre das natürlich eine super geile Aktion. Und Mustache freut sich natürlich auch immer, wenn er ein Like bekommt. Und ja, so genug Werbung in eigener Sache. Jetzt versuche ich erstmal rauszufinden, wie wir hier am blödesten weiterkommen. Mit dem ganzen Gequatsche habe ich jetzt natürlich ein bisschen Überblick verloren. Aber ich kann ja auch nach unten. Aber da war ich eh schon. Also ist das Blödsinn. Da komme ich doch, oder nicht? Kam ich nicht von da? Warte mal. Ja, von hier kam ich. So. Und da hinten geht es ja irgendwie weiter, wie ich das so sehe. Da muss man aber erstmal irgendwie hinkommen. Und wenn ich mir die Karte anschaue... Kill a Revenant while it is mid-air. Kill 5 Demons with a Chainsaw. Acquire 3 Data Logs. Das könnte man eigentlich packen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wie komme ich denn jetzt hier auf die andere Seite rüber? Ist ja doof gerade. Da oben geht es irgendwie weiter. Ich habe gerade so eine Stelle gesehen, wo man sich festhalten kann. Das heißt, da muss ich hoch. Und da muss ich noch weiter hoch. Das habe ich gerade absichtlich so blöd gesagt. War zwar grammatikalisch eine absolute Katastrophe, aber ey. Es waren viele Imps da drüben. Tut mir eingefallen, Jungs. Lasst mich in Ruhe. Nicht jetzt hier rüberschießen, wenn ich gerade angreifbar bin. Fände ich jetzt irgendwie nicht so cool. So, wie geht's denn hier weiter? Hier runter. Das ist ja schön. Das ist ja super. Mann, da freut man sich ja richtig.